Idee. Nee, Dave ist bestimmt wieder da. Och nee, ich dachte mal, dieses Ja, Wochenende. Oh Mann. Mann, kann man nicht einmal seine Ruhe haben Mann, ist das hier? nicht mal? Es ist Wochenende, Dave, es ist Wochenende. Kannst du nicht einen Samstag mal zu Hause bleiben? Mann, 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 warum Jetzt müsst ihr sag denn nicht du einen immer. blauen Stift. Oh, oh, oh. Oh Gott, was machst du denn hier? Hallo, Was willst du Julian. denn hier? Na, du siehst es doch, wir malen. Schon wieder? Was? Hanna! Sag mal, willst du dir nichts anziehen? Du hast ja nur eine Unterhose oder so an. Ja, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass du da bist. Ist ja niedlich. Oh, Julian, ist dir das nicht peinlich vor fremden Ja, aber Mädchen? Zieh dir doch endlich was ich habe auch an. nicht damit gerechnet, Ja. dass hier Zieh diese dir was fiese Lisa an. wieder da ist. Hanna, sag mal, wie konntest du sie überhaupt wieder einladen? Ich habe dir doch letztens erzählt, was sie mit diesem großen Julian alles gemacht hat. Dass sie mega fies zu mir war. Und du lädst sie jetzt wieder ein. Also, das geht doch nicht. Also, ich verstehe gar nicht, warum du dich über uns beschwerst. Wir haben Und dir du weißt überhaupt ganz nichts genau, getan, wieso. Julian. Doch, Ne? Du natürlich. lügst. Ja, los, Julian, zieh dich einfach um. Wir Ja, verstehen uns ja, gut, ja. Lisa und ich. Ja, ist klar. Du erzählst doch nur Geschichten. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass diese Lisa jetzt wieder hier ist. Also noch schlimmer wäre nur der große Julian. Naja, ich weiß, bei wem ich mich beschwere. Hey, Mama, wir müssen dringend Na, miteinander reden. Julian? Ganz, ganz, ganz Wieso? Was dringend. gibt's? Also, sag mal, hast du dieser fiesen Lisa heute die Tür aufgemacht oder war das Hanna? Also, das geht doch nicht, Mama. Ich hab dir doch letztens erzählt, was sie alles gemacht hat. Und jetzt lässt ihr sie hier wieder rein in unser Haus. Fiese Lisa? Wovon redest du, Ja, du weißt Julian? ganz genau, Mama, wovon ich rede. Die Freundin von Hannah, die ist doch total nett. Ich mag die gerne. Und außerdem, du hast dich da gar nicht einzumischen. Das ist Hannas Freundin, also. Mama, das kann nicht sein! Ich hab dir doch erzählt, ich hab Julian. dir doch erzählt, was sie gemacht hat. Und jetzt. Oh, nein! Julian, kann es sein, dass du neidisch bist oder Was für. eifersüchtig, dass deine Schwester jetzt auch Freunde hat? Was? Beruhig dich bitte. Es gibt keinen Grund zur Aufregung. Hey Mama, wir möchten dich was fragen. Ja, was gibt's denn? Du Mama, wir wollen dich was fragen. Also, sag du, Lisa. Oh, okay. Also, ich müsste jetzt eigentlich schon bald nach Hause, weil der Spielnachmittag ist dann vorbei und ich wollte fragen, ob das nicht auch geht, dass ich hier schlafe bei euch. Was? Was? Auf gar keinen Fall. Nein, 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 nein. Auf gar keinen Fall. Hier ist auch gar kein Platz in unserem Haus für dich. Also, du Julian, kannst hier nicht halt dich schlafen. bitte Nein, zurück. sie kann hier nicht schlafen. Das kann nicht sein, Mama. Wo soll sie denn schlafen? Bestimmt in meinem Bett oder so, ne? Julian, das ist jetzt wirklich unhöflich. Bitte entschuldige dich bei Lisa. Wofür soll ich mich Du bist ganz entschuldigen? schön frech. Das verletzt vielleicht ihre Gefühle. Ja. Sie hat Gefühle, ich glaube nicht. Ja, tut mir leid. Also von mir aus gerne. Oh, Aber bitte Mann! frag deine Eltern, Lisa, ob das in Ordnung geht. Also von meiner Seite aus auf jeden Fall ja. Ja, das wird richtig cool. Mama! Mama, nein! Das kann nicht sein! Julian? Ich möchte nicht! Nein, sie soll nicht bleiben! Oh Mann, wenn die wüssten, was ich vorhab. Mein Plan geht auf jeden Fall auf. Jetzt muss ich nur noch kurz telefonieren. Du, Hanna, ich muss eben kurz noch zu Hause anrufen, ob ich jetzt hier auch schlafen kann. Ja klar, das Telefon steht da vorne. Ich muss auch Okay. immer meiner Mama Bescheid sagen. Ja, es hat funktioniert. Ich darf hier schlafen. Ja, gut. Ich sag dir dann noch mal Bescheid, wenn es soweit ist. Ein paar Informationen folgen dann noch. Okay. Hanna, ganz ehrlich, ich weiß, ich bin nicht der beste Bruder, aber dass jetzt Lisa hier schlafen kann, ne? Also, Was hast du denn gegen Lisa? Wir verstehen uns total gut. Wir malen total gerne zusammen. Wir mögen beide Pferde. Wir mögen Einhörner. Das passt einfach. Mensch, Julian, sei doch nicht so sauer. Lass uns doch einfach. aber Hanna, ganz ehrlich, also ich sag dir das jetzt, das ist wie so ein Geheimnis. Ich glaube, die führt irgendwas im Schilde, weil die ist normalerweise nie so Warum nett. denkst du Also, denn immer so Geschichten aus, das ist keine Julian? Lass uns doch Geschichte. einfach mal. Also Julian, jetzt sei doch bitte nicht so fies zu mir. Ich war nie gemein zu dir, niemals. Und ich meine, was denkst du dir da aus? Bist du vielleicht eifersüchtig, dass Hannah und ich jetzt befreundet sind? Na klar, genau deswegen, genau deswegen. Ach Mann, irgendwie glaubt mir hier keiner. Also, das ist so ein blöder Tag, ne? Ich werde mich direkt hinlegen. So, ich lege mich hin. Wir sehen uns morgen erst wieder. Ich hoffe, ich kann diesen Tag ganz schnell vergessen. Ich bleib lieber noch in meinem Bett liegen, weil bestimmt wird die Lisa hier schlafen. Wo soll die denn sonst schlafen? Aber wo soll ich dann schlafen? Muss ich irgendwie raus oder so? Oder im Badezimmer? Vielleicht auf Klo? Och nö! Julian, bist du wach? Ja, Mama. Du Julian, ich habe leider total vergessen, dass Hannah heute noch einen Termin hat. Da muss ich sie unbedingt hinfahren. Ach so, okay, Mama, dann könnt ihr doch bestimmt Lisa mitnehmen, ne? Also, die wird doch bestimmt nicht hier bleiben, oder?
Nee, also Lisa, die bleibt hier. Was? Die hatte auch keine Lust mitzukommen. Und außerdem geht das auch ganz, ganz schnell. Wir sind sofort wieder zurück. Lisa war auch schon mal Babysitterin. Du bist bei ihr in guten Händen. Ja, ich habe wirklich schon mal als Babysitterin gearbeitet. Was? Wir werden uns gut verstehen, du und ich, Julian. Beste Freunde und so. Mama, Mama, das kannst du mir jetzt nicht antun. Also bitte, bitte, das muss doch ein Albtraum oder so sein. Warte. Nein, ich bin immer noch am Schlafen. Das kann nicht sein. Julia. Mama, bitte, bitte, tu mir das nicht an. Mach jetzt keine Szene hier. Ich verstehe ich keine gar nicht, Szene. Warum du dich so aufregst. Jetzt beruhig dich doch endlich. Du bist ja schlimmer als Emma, wenn sie sich nicht die Zähne putzen will. Mann. Oh, Mama, die wird mich bestimmt verprügeln oder so. Oder zumindest versuchen, mich Ach, zu verprügeln. Gott, Julia. Doch, doch, doch. Julian, ich werde dich doch nicht verprügeln, Mensch. Bestimmt. Wir werden total nett zueinander Aha. sein. Ich bin jetzt einfach deine Ersatzmama. Was? Wir werden uns lieb haben. Ja, klar. Was? In welcher Welt lebst du denn bitte? Ach, das bekommt Lisa sicherlich gut hin. Ihr werdet euch super, super spitzenmäßig Mama, verstehen. Bitte geh nicht. Oh. Bis später. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, ne? Also so beste Freunde mit meiner Schwester zu werden und meine Mama zu überzeugen. Aber ich weiß, dass du irgendwas im Schilde führst. Julian, ich bin auf jeden Fall ziemlich überzeugend. Das weißt du ja. Und jetzt, wo ich auf dich aufpasse, sind wir hier alleine. Und du wirst das machen, was ich dir was? Sage. Was? Nein! Niemals! Ich werde niemals das tun, was du willst. Niemals! Ach ja? Hey, kleine Julia, bring mir mal einen Apfelsaft. Los, sofort. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt wirklich einen Apfelsaft bringe. Hier hast du deinen Apfelsaft. Oh Mann, oh Mann. Hey, kleine Julia, im Fernsehen... Ich bin nicht Julia, ich bin Julian. Bist du doch. Im Fernsehen läuft nichts. Interessiert ja, und? Mich doch überhaupt nicht. Du musst jetzt für mich singen. Was? Nein, ich werde nicht singen. Nein, erstens, also ich kann nicht singen und zweitens für dich ganz bestimmt nicht. Doch, du wirst jetzt singen. Nein! Wenn du jetzt nicht singst... Dann werde ich deiner Mutter erzählen, dass Was? Du mich verprügeln wolltest. Was? Die wird ja, dir niemals glauben. Die wird mir mehr glauben als dir. Die wird dir das niemals glauben. Niemals. Ich singe nicht, nö. Was willst du jetzt? Also, entweder du singst jetzt oder ich werde den was? Kopf überschütteln. Was? Nein, bitte nicht. Oh Mann, warum musst du immer so groß sein? Ja, gut. Ist ja gut, Mensch. Warum bist du so aggressiv? Also, ich bin nicht so aggressiv. Jetzt sing endlich. Ja, okay. I like to move it. Oh, das tut ja in den Ohren. I like to move. Hör auf jetzt damit, du kannst überhaupt nicht singen. Ja, hab ich dir doch eben gesagt und ich gehe jetzt. Oh Mann, ich gehe jetzt in mein Zimmer. Nein, du bleibst hier. Ja, und dann? Gib mir das Telefon. Dann ist aber Schluss. Das kann doch nicht sein, also die führt doch irgendwas im Schilde. Und, ja, aber ich muss ihr das Telefon jetzt bringen, weil sonst verpetzt sie mich an Mama und die Mama Julian, wird irgendwann... ein bisschen schneller. Oh, ist dieses Telefon immer noch nicht da? Julian, wo bleibt das Telefon? Hier hast du jetzt dein Telefon. Oh, na endlich. Lass mich jetzt in Ruhe. Oh, na gut. Also erstmal habe ich jetzt nichts mehr für dich. Aber später will ich auf jeden Fall noch was essen. Da musst du mir was zu essen machen. Oh Mann, das ist ja ein richtiger Albtraum hier. Oh Mann, wie soll das hier nur alles ausgehen? So, ja. Ich habe alles vorbereitet. Es steht. Das Ding wird auf jeden Fall stattfinden. Ja, um 2 Uhr. 2 Uhr nachts. Da mache ich dir die Tür auf, okay?